Und damit hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge von GTA Online, hier mit der Blue Crew und zwar wieder mit der lieben Snoo. Hallöchen. Dem Bobby. Moin. Und dem Stony. Mahlzeit. Und ich bin leider auch wieder, mein gelber Schein wurde verbrannt von ihr. Ja, dir geht's doch ganz hervorragend, guck mal. Mir geht's ganz, ganz schlecht. Ach, so, was. Wir werden heute die zweite Vorbereitungsmission und die ist, wir werden sehen. Ich übergebe das Wort an Frau Snu. Ja, dankeschön. Ich weiß gar nicht, wieso Blue sich so anstellt. Das ist eine ganz, ganz wunderbare Mission. Wir werden Abby Schwarzman besuchen. Guter Freund von Blue, wie ich gehört habe. Oder habe ich da etwa was missverstanden? Ja, ja. Es ist ein kleiner Quirulant. Ach was, er ist ein kleines Angsthäschen. Ja. Wenn wir Überzeugungsarbeit leisten. Wenn er dann mal hören würde. Ach da doch, ein bisschen schubsen, ein bisschen mit der Waffe bedrohen und schon läuft das Ganze. Ich meine, was erwartest du? Es ist ein entkommener Sträfling, also. Ich erwarte, dass er sich einfach ruhig ins Auto setzt und uns dahin fahren lässt. Aber nein. Aber egal, wir werden sehen. Wir schaffen das. Bobby, was los? Brauchst du noch Handcreme? Nee, ich hab noch. Alles gut. Blue? Nö, das passt schon. Toni, Handcreme? Nein, danke. Nein. Wenn er sterben muss. Ach was? Hör auf zu oben. Alle werden sterben. Wer fährt? Mir egal. Ich fahr. Okay. Letzte erklärt gerade. Was? Ja, ja. Oh. Er hat's mit Einhörnchen. Mein Gott, mit Einhörnchen. mit Eichhörnchen getrieben. Mit Einhörnchen, meine Güte. Jetzt habe ich ein Schleudertrauma. Ja, und nun? Ja, ich bin zum Arzt gefahren zu werden. Nein, kommt überhaupt nicht. Ja, wir fahren dich zum Arzt. Danke. Nach der Mission. Vielleicht. Und wenn wir dich zum Arzt fahren, dann fahren wir dich sowieso nur zu Dr. Friedlander. Das ist ein Psychologe. Ja, weiß ich. Du bist ein Chirurgen. Orthopäden meinetwegen, aber. Gott, Orthopäde. Du bist ja noch ein paar Globuli, akkumulieren. Was? Hilfe! Rufen Sie die Polizei! Tony, halt ihm doch mal den Mund zu da hinten. Danke! Bitte! Ach, Blue, jetzt gib's doch auf! Nee, das wirkt sich negativ auf meine Ausbildung aus. Aber Stony, pass auf, gell, der beißt ab und zu. Ich hab Handschuhe an. Ah, hervorragend. Mit Quarzanfüllung. Ach, Blue. Ich nehm den Grünen. Ich nehm irgendeinen. Alle fertig? Ja, kann losgehen. Los geht's! Juhu!
Der Sound kam überall sehr verzögert. Was? Welcher Sound? Sound eben nicht von dem Motor, wo der Brücke sagt, oder dem Jetski. Ja, das hatte ich heute auch. Ach ja, super. Alles okay da hinten? Ja. Ich habe ein bisschen spät gesehen, dass hier ein paar Leute im Wasser schwimmen, aber sonst geht's gut. Muss irgendjemand zum Arzt? Ja, außer ich. Alles noch in Ordnung? Ja, ja, alles gut. Ich hau einfach auf den See ab. Logo. Du brauchst gar nicht versuchen, dich absetzen zu wollen. Weiter gleich wieder nach Hilfe. Ja, oder nach dem Orthopäden. Guck mal, wie Blue sich beeilt. Der freut sich so auf Mr. Schwarzman. Ich hol ihn nicht aus seiner Hütte. Dann mach's halt ich. Du kannst ja schon mal freiballern. Ja, auf der Insel ist ja nichts das Problem. Das Problem ist ja das Abliefern wegen der Cops und der Zeit. Ja, kriegen wir schon hin. Niemals! Ach. Du bist so negativ. Das will ich nicht. Scheiß Helikopter oben hier? Ja. Ja. Oh! Oh! Aua! Ich komm hier nicht hoch! Will der Helikopter mich veralbern? Ja, der scheint unzerstörbar. Wie viele Leute fallen da jetzt noch raus? Ja, gute Frage. Ich fürchte mal, das ist irgendwie ein Leckproblem. Okay. Jetzt habe ich einen Druck. Hä? Ich möchte auch mal so einen stabilen Helikopter haben? Gerne, ja. So, dann gucken wir doch mal. Hallöchen. Ach Gott. Ganz ruhig. Ja, ja. Don't answer the phone to Lester Crest. Meine Güte. All right. Ja. Gehen Sie schon. Schnell, schnell.
Schubst ihn! Ja! Gleich gucken, wo wir am besten anlanden können, ne? Fahrt ihr mal schon los, wir bekommen den Quads, hätte ich mal gesagt, nach. Kommst du, Frank? Ja. Ich bin da. Wo sollen wir am besten hin? Ja. Bist du der hin, da oben? Ja, wir müssen irgendwo an Land, damit wir in ein Auto kommen. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir hier hochkommen. Fahr mal links weiter, da scheint irgendwie ein Weg. Oh, Entschuldigung. Alles gut. Ach ja, hier am Steg. Was ist denn der Aufgang? Kommt der damit hoch? Also das ist wieder die nächste Frage. Ich habe Angst, der backt sich irgendwo fest. Fahr mal an den Strand, oder? Am Strand? Hier rechts. Da kommt man da nicht hoch an den Strand. Ach nee, das war diese beschissene Stelle, wo man ja nicht. Wo er nicht über diese Straße, ja, genau. Begrenzung springt. Ja, dann probieren wir es am Steg. Oh. Guck mal, wo da am Steg die Leiter ist, wo ist denn der Aufstieg? Direkt. Hier am Ende. Da? Au! Oh Gott. Also weiß ich nicht, ob der damit hochgeht. Ja, Versuch macht klug. Wir holen ein Auto. Probieren wir's. Mr. Schwarzmann! Immerhin geht er baden. Wäre halt super, wenn ich jetzt auch hier hochkommen würde. Na komm! Nein, nicht tauchen! Wie seid denn ihr da hochkommen? Anschwimmen und Leertaste springen. Ja, da taucht sie. Dann musst Ach, du mit S. Ja, ich war zu weit weg. Der kommt. Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Jetzt kommt doch da hoch! Jawohl. Auf! Da kommen sie schon, laufen sie. Alter! Herr Kuruma! Ich kann doch mal Kuruma bestellen! Ja, was? Kommt ihr? Echt? Haben wir ein Auto? Ja. Sehr schön. Das ging früher doch noch nicht, oder? Also mein Mechaniker konnte ich eben nicht erreichen. Nee, M persönliches Fahrzeug. Ach so, okay. Aber wir brauchen ein zweites Auto, ne? Nee, brauchen wir nicht. Ja doch, wir sind zu fünft. Nein, ihr steigt jetzt da ein, ich gehe wieder auf die Insel zurück und... Ach so, geht ja gar nicht, der läuft ja mir hinterher. Eben. Einer muss wieder zurück auf die Insel und sich einfach in der Hütte verstecken. Ich geh dann mal. So, Frank, da komm mit. Toni, einfach in die Hütte reingehen und dich an der Wand in Deckung gehen. Hat das einen bestimmten Vorteil? Ja, du brauchst keine zwei Autos. Mein Auto hätte ich jetzt auch da gehabt, aber egal. Ja, aber da müssen keine fünf Leute die Polizei aufhängen, sondern halt nur ein Auto. I haven't spent this long in another person's company since that owl died. Und in der alternativen Wege. Probier dich da abzukürzen, weil da überall die Flüsse durchgehen. Habe ich schon mal versucht, in der Mission Lester so den Kopf einfach abzuhängen? Ich glaube nicht, dass das geht. Reicht aber von der Zeit her. Naja, wenn sie gleich kurz vorm Ziel stehen, sie ja wieder, das ist ja das Problem.
Nein, Lester geht nicht ans Telefon. Weg da, Penner. War nichts so. Ja. Aber pass auf, dass der Heli da nicht erwischt. Nicht, noch nicht runterfahren, bleib oben. Er muss der Heli. Ja, fahr, aber halt dich rechts. Noch nicht runterfahren. Da fahr rechts über den Bergkamm hoch. Oben bleiben. Ja. Bleib oben. Polizei fährt unten auf der Straße. Es kommt auch von hinten einer. Ja, das ist der Heli. Jawohl. I should have run when I had the chair. Easy. Hoppla. Na? Das ist jetzt nicht wahr. Nee. Haben wir auch schwer gehabt? Ja. Ja gut, wir haben auch nie einen Kuruma da bestellt, ne? Nee, wir haben das sonst immer mit normalen Autos gemacht. Ja. Easy. Sag ich doch. Du wolltest dich krank melden. Jo, hättest den ganzen Spaß verpasst. Eben. I don't have the Pacific Standard Frequency here. I don't have my tools. Ain't that convenient. I've got some tools. Come on. Let's throw meet you back at your place. And don't worry, the transponder will be ready for the job. Oh. Bitte? Ich bin gefahren wie ein junger Gott. Ja, das sieht Spiel wohl anders. Spielfehler kennen wir doch alle. Ja, mindestens. Ganz klar. Ja, sehr schön. Ja, genau. Super gemacht, Leute. Echt erstaunlich, super gut geklappt. Dann würde ich sagen, kommen wir hier für dieses Video auch zum Ende. Schönen Dank an euch. Bitte. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Vorbereitung wieder. Bis dann, schönen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ja. Tschüss.